Ja, hi bei Potternander. Ich bin's wieder, euer Schrömi und herzlich willkommen auch im neuen Wanderjahr 2022. Ja, das Jahr, es ist schon wieder einige Tage alt. Bisher musste ich die ganze Zeit arbeiten und ja, hab heute dann also meinen ersten freien Tag in diesem neuen, noch jungen Jahr genutzt und bin rausgegangen. So, kleine Runde solltet werden, ist es eigentlich auch ohne Steigung, Flachetappe, naja, okay, aber was war? Na klar, Regen. So, auch, ja, hab mich natürlich wieder die altbewährte Kamera begleitet, sehr zu meinem Frust, muss man sagen, irgendwie, glaube ich, verträgt so eine Actionkamera einfach äußere Witterungsverhältnisse nicht. Ich glaube, da müssen wir was dran tun. Das kann nicht so bleiben. Das frustriert. Ja, wo sind wir hingefahren? Es war natürlich Heimatwandern. Wir waren ganz in der Nähe vom Kaiserberg. Und zwar wollten wir eigentlich eine kleine Runde um die Wolfsburg drehen. Das haben wir auch gemacht. Die Wolfsburg, ja, klingt ein bisschen komisch. Seht ihr nachher. Nehmt da jetzt noch nichts vorweg. Stadtwald, Duisburg. Lasst euch überraschen. Vielleicht hat es mir mal gar nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht. Seid gespannt, bleibt dran. Und wir sehen uns am Ende des Videos nochmal. Bis dann. Ciao, ciao. Hallo bei Potternander und herzlich willkommen auf unserer ersten kleinen, vorsichtigen Runde im neuen Jahr unterwegs im Duisburger Stadtwald auf einer kleinen Runde um die Wolfsburg. Ja, das Jahr ist jetzt, naja, wenige Tage alt. Wir haben die ganze Zeit durchgearbeitet, freuen uns auf ein kleines Lüftchen um die Nase herum und hoffen jetzt auch, dass wir hier ohne große Bergwertung vorankommen, aber es ist saumäßig matschig, schlammig, rutschig, ach, herrlich, irgendwas ist immer, auf geht's, kommt mit! Stehst du da so rum? Was du da? So! Bushcraft-Shelter. Gemütlich. Das hier ist meine Bremsspur. Eieiei, Gleichgewichtssinn funktioniert im neuen Jahr. Erstaunlich gut, ey. Hier, fast gemetert, volle Pulle, aber richtig. Meilt. Ich habe keinen Bock mehr. Also wirklich, jetzt schon nicht mehr.
Also irgendwie verstehe ich das Konzept hier nicht im Stadtwald. Ich habe noch nie so eine Ansammlung von Mischhölzern hier gesehen. Und ganz schön viel Totholz. Niederer Baumbewuchs, Sträucher. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie so eine alte Waldleerfahrt ist oder so. Außerdem ist es laut. Es ist einfach laut hier. So richtig warm werde ich hier gerade nicht. Weiß ich nicht. Komisch. Könnte auch eher eine Parkanlage sein, oder? Sieht man auch wieder ganz eindeutig, ne? Da wieder irgendwelche Nadelhölzer. Hier wieder so ein niedriges Busch-, Baum- und Strauchwerk. Da die Anni. Ja, vielleicht sehe ich das ja auch mit verkehrten Augen. Weil ich halt nur Monokulturen kenne und der hier wird so ein großes Umwelt- und Naturprojekt gerade eben aufgezogen. Mischwald und so, ne? Aber so ein, das ist ja fast wie eine Collage. Also wenn mir das jemand gerne erklären kann, also bitteschön, ne, bin ich total offen für. Zumal ja auch wirklich viele Fernwanderwege, offizielle, durch dieses Gebiet führen. Und so ein kleines bisschen vermisse ich ja auch irgendwo eine adäquate Beschilderung. Oder irgendwelche Hinweise oder Erklärtafeln oder so, die mich da mal so ein bisschen animieren, was nachzulesen. Und du, ne? Sie schon. Der war echt schlecht. So, das ist die eine Seite vom Wald. Und die andere. Sieht man auch noch mal ganz deutlich hier. Diesen unterschiedlichen Bewuchs hier. Also, ist mir höchst unerklärlich. Ja, da sind wir. An der Wolfsburg. Wunderschöne barocke Freitreppe. Was ist das hier? Eine katholische Akademie, eine Bildungsstätte. Hier habe ich wirklich auch mal eine berufliche Fort- und Weiterbildung genossen. Also von daher schon viele, viele Jahre her. Aber wirklich schönes Gebäude. Tja, wenn ihr mich jetzt fragt, welche Note ich dieser Runde geben würde und vor allen Dingen diesem Wald, dann halte ich es wie mit meinen Mathe-Noten hier. 5. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid dran geblieben. Tja, was soll ich sagen? Mal ein anderes Video als immer nur Positive Vibrations, oder? tja, Stadtwald Duisburg. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will jetzt auch nicht kaputt reden, alles. Aber irgendwie ist die Wanderfreude ein kleines bisschen nicht abhanden gekommen, aber die war getrübt. So, irgendwie kam ich auch mit dem Wetter nicht zurecht. Ganz komisch. Gut, Regen. Ja, wir können auch Regen. Wir können immer Regen und Steigung. Aber das ging mir einfach nur tierisch auf den Keks. Eigentlich wollte ich auch ein ganz anderes Equipment nutzen. Das war dann auch schon doof. Alles war irgendwie doof. Und dann, eine kleine 7 Kilometer runde Flachetappe. Gut, Duisburg umrandet von Autobahnen. Ja, also ich bin der Meinung, das ist der lauteste Wald in ganz NRW. Mit Sicherheit auch einer der kränksten. Hässlich? Naja, Wald ist eigentlich nie hässlich. So, aber er war sonderbar, sagen wir mal so. Also ich habe noch nie so einen seltsamen Bewuchs da gesehen. Also der war sehr licht, sehr kahl, wirkte auf mich krank. Viel rumstehendes Totholz oder auch herumliegendes. Dafür gab es ganz wunderbare Holzhütten zu bestaunen. Alles wirkte so ein bisschen kahl. Panorama hat auf mich eher so ein, ja, weiß ich nicht, ob es jetzt ein Mischwald sein soll oder was für auch immer für ein Naturprojekt.
aber er wirkte für mich wie so eine Collage. Ganz komisch. Vielleicht muss ich halt einfach nochmal im Grünen und irgendwie auch im Hellen nochmal gehen. Vielleicht wären noch ein paar Hinweistafeln auch nicht schlecht gewesen, denn etwa ja, einige schöne Orte dabei. Einmal diese Waldkapelle oder für den Waldgottesdienst, dann einmal diese Quelle. Da fehlen mir so ein bisschen die Hintergrundinformationen. Was habe ich denn da überhaupt gesehen? Auch so ein paar Wegweiser oder sonstiges, wo man sich befindet oder was irgendwie in der Nähe ist. Denn es laufen ja viele Fernwanderwege oder Wanderwege dort entlang, die sich auch kreuzen oder auch ihr Pilgerwege und so weiter. Von daher hätte ich da jetzt schon mal ein bisschen mehr gehofft. Vielleicht, ja, weiß nicht, ich quengel auf hohem Niveau. Ich sollte eigentlich froh sein, dass ich rausgegangen bin, schöne Zeit hatte. Darauf kommt es ja an. Ja. Und dass ich mich nicht zerlegt habe. Ne? Also ein paar Mal hätte es mich da fast gemault. Fürchterlich. Okay, das war der Auftakt für dieses Jahr. Es sollen noch weitere Touren folgen. Aber auch abseits von Wanderwegen würde ich gerne mit Potternander was unternehmen oder was weitermachen. Ob jetzt Reviews oder Rezensionen oder Interviews, Roomtours. Ich weiß es noch nicht, wo die Reise hingehen soll. Lassen wir uns einfach mal überraschen, oder wenn ihr Lust habt oder irgendwelche Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich irgendwas reviewen oder rezensieren oder filmen soll, oder wenn ihr irgendeinen Betrieb habt, seht, über den es sich zu berichten lohnt, ich komme gerne vorbei, kontaktiert mich und dann schauen wir mal, wie es Potternander wird. Okay, macht's gut, bleibt gesund, vergesst da rausgehen nicht. Bis dann, bis bald, euer Schrömi von Potternander. Ciao, ciao.